Neue Ideen für die Welt von morgen präsentiert bis Ende des Jahres der Wissenschaftszug Expedition Zukunft. Die rollende, interaktive, 300 Meter lange Ausstellung zeigt, wie sich Wissenschaft und Technik den globalen Herausforderungen stellen. Klimaveränderungen, Ressourcenverknappung und demografischer Wandel sind entscheidende Themen im 21. Jahrhundert. Wie können wir den CO2-Ausstoß senken? Wie die Herausforderungen des Klimawandels bekämpfen? Und wie können wir in einer Welt des harten globalen Wettbewerbs die drängenden Fragen der Gesellschaft lösen? 12 Fragen veranschaulichen wichtige Themen der Grundlagenforschung, von den Ursprüngen des Weltalls über die Evolution des Menschen bis zur Verschmelzung der Bio- und Nanotechnologie. Zugleich geht es aber auch um wichtige Techniktrends, wie die Energieversorgung der Zukunft, die vernetzte Gesellschaft oder eine Welt ohne Krankheiten. Die Expedition Zukunft ist eine Entdeckungsreise, die uns zeigt, wie Wissenschaft und Technik unsere Zukunft prägen. Viele Institute und Universitäten haben sich an dieser Ausstellung beteiligt, die von der Max-Planck-Gesellschaft organisiert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Außerdem unterstützen Unternehmen wie Bayer, Volkswagen und Siemens die Ausstellung. Wieso engagiert sich Siemens für den Wissenschaftszug? Wissen und Know-how wird zukünftig immer stärker zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Deutschland kann auf die innovative Kraft seiner Hochschulen und Unternehmen gar nicht verzichten. Wenn wir in Deutschland unsere Führungsposition, zum Beispiel bei Umwelttechnologie, behalten wollen, dann brauchen wir die besten Leute. Und dieser Zug zeigt, wie faszinierend Forschung und Technologie ist. Und damit wollen wir viele Menschen, vor allem viele junge Menschen, für Technik begeistern. Und deshalb sind wir dabei. Große Unternehmen wie Siemens stellen sich bewusst der Herausforderung, mit Nachhaltigkeit die Umwelt für die Zukunft zu bewahren.